zurück zum zweiten Teil unserer zweiten Sitzung des Seminars Funktionelle Neuroanatomie. Im ersten Teil der Sitzung haben wir kennengelernt, welche Informationen, welche Methoden wir zur Untersuchung der Struktur des Gehirns anwenden können. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir uns anschauen, wie wir was über die Funktion unseres Nervensystems kennenlernen können. Auch bei der Funktion des Nervensystems können wir uns überlegen, wollen wir die feine Struktur oder die grobe Struktur untersuchen. Bei der feinen Struktur, da schauen wir uns beispielsweise Einzelzellableitungen an, also die Aktivität an einzelnen Neuronen. Auf der anderen Seite haben wir grobe Untersuchungsmethoden, mit denen wir beispielsweise anhand von Läsionen oder elektrophysiologischen Methoden untersuchen können, welche Aufgabe einzelne größere neuronale Bereiche haben. Am Ende des ersten Teils hatten wir uns angeschaut, wie eigentlich ein Axon-Terminal aufgebaut ist und welche einzelnen kleinsten funktionellen Einheiten wir denn in so einem Axon-Terminal untersuchen können anhand der Elektronenmikroskopie. Analog dazu können wir uns anschauen, wie ist die Funktion dieser einzelnen kleinsten Aspekte an so einem Axon-Terminal. Und diese Untersuchungen, die machen wir beispielsweise mit sogenannten Einzelzellableitungen, also der Ableitung des elektrischen Potenzials an einzelnen Nervenzellen. Das hat eine ganz lange Tradition. Da gab es in den 50er und 60er Jahren ganz bahnbrechende Untersuchungen, beispielsweise von Hubel und Wiesel, die hier untersucht haben, wie tatsächlich dieses Aktionspotenzial, also diese elektrische Potenzialveränderung an der Nervenzelle vonstatten geht, unter Beteiligung welcher Ionen. Dazu wird bei dieser Einzelzellableitung wird tatsächlich eine ganz feine Elektrode in eine Nervenzelle hineingestochen. Und wir messen genau diese Potentialdifferenz, die eben dieses Membranpotenzial darstellt, also die Potentialdifferenz zwischen inneren und äußeren der Nervenzellen. Eine ganz ähnliche, ganz verwandte Methode ist die sogenannte Patch-Clamp-Methode. Bei der Patch-Clamp-Methode nehmen wir auch eine Elektrode, das ist eine hohle Kanüle, gehen mit dieser hohlen Kanüle an eine Nervenzelle dran und saugen dann die Zellmembran ein. Also so ein bisschen wie wenn Sie einen Staubsauger nehmen, an Ihre Haut dran halten, dann saugt sie ja auch diese Haut ein. Genauso funktioniert es bei dieser Patch-Clamp-Methode. Und dann, wenn ich diese Zellmembran eingesaugt habe, dann kann ich diese Kanüle mit einer Flüssigkeit füllen. Und hier das Interessante und das Spannende ist, ich kann jetzt hier ganz gezielt, ganz bestimmt beispielsweise Ionen oder Neurotransmitter oder ganz bestimmte Stoffe hier zugeben, um zu untersuchen, welchen Einfluss haben diese Stoffe ganz selektiv an der Nervenzelle. Und hier kann ich beispielsweise untersuchen, welchen Einfluss hat wieder unser Acetylcholin auf die Öffnungswahrscheinlichkeit von Ionenkanälen, also für die Signalübertragung an Nervenzellen. Anhand der Einzelzellableitung und der Patch-Clamp-Methoden kann ich mir dann genau anschauen, welchen Effekt haben ganz bestimmte Neurotransmitter auf die synaptische Übertragung. Aus dem Messen des Membranpotenzials bekomme ich also raus, haben manche Neurotransmitter eher eine erregende oder eher eine hemmende Wirkung. Wir haben ja bereits kennengelernt, dass Neurotransmitterfreisetzung zum Öffnen von die Neurotransmitter binden an Rezeptoren, die dann dazu führen, dass Ionenkanäle aufgehen und hier dann Ionen einströmen können. Und je nachdem, welche Ionen hier einströmen, kommt es entweder zu einer Erregung, also zu einer Positivierung des Membranpotenzials oder zu einer Negativierung, also zu einer Hemmung des Membranpotenzials. In Abhängigkeit der Ionen haben wir also entweder ein erregendes postsynaptisches Potenzial oder ein hemmendes postsynaptisches Potenzial. Und ganz bestimmte Neurotransmitter binden eben an ganz bestimmte Rezeptoren, die hier einen ganz bestimmten Effekt haben. Also beispielsweise Glutamat führt dazu, dass positiv geladene Ionen in die Zelle einströmen, ist also ein erregender Neurotransmitter. GABA, Gamma-Aminobuttersäure, führt dazu, dass hier negativ geladene
Ioneneinströme, hat also hier eine hemmende Wirkung, ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial. Und dann sind wir wieder an dem Kreislauf, den wir schon besprochen hatten. Hier verändert sich unser Membranpotenzial in Abhängigkeit der einströmenden Neurotransmitter. Ich habe also entweder eine Hemmung der Aktivität an dieser Nervenzelle oder ich habe eine Erregung der Aktivität an dieser Nervenzelle. Und diese hemmenden und erregenden Einflüsse, die summieren sich am Axonhügel auf. Und wenn wir dann eine ganz bestimmte Schwelle überschritten haben, dann geht dieser Kreislauf der elektrischen Signalübertragung wieder von vorne los. Hier wird also ein Aktionspotenzial ausgelöst. Diese Aktionspotenziale, die kodieren also tatsächlich die einlaufende Information an so eine Nervenzelle. So eine Nervenzelle, die hat ja ihren Dendritenbau, da kommen ganz viele Informationen von umliegenden Neuronen an und diese Nervenzelle, die integriert all diese Aktivität, die summiert also die positiven und die negativen postsynaptischen Potenziale, also die erregenden und die hemmenden postsynaptischen Potenziale und in Abhängigkeit der einlaufenden Information schickt diese Nervenzelle dann ein Aktionspotenzial los. Diese Aktionspotenziale, die kodieren also Informationen. Je mehr Aktionspotenziale wir haben, desto mehr Information, desto aktiver ist diese Nervenzelle gerade, desto stärker ist die Information. Und ich habe Ihnen hier mal ein Video mitgebracht von einer Ratte, die sich im Raum bewegt. Und was Sie hören an diesem Video, dieses Klacken, das sind die Aktionspotenziale. Also eine Einzelzellableitung bei einer lebenden Ratte. Und Aktionspotenziale sind hier als Geräusch dargestellt. Und Sie können sich hier mal überlegen, ob Sie es rausfinden, was denn dieses Neuron hier im Hippocampus der Ratte kodiert. Kleiner Hinweis, es gab 2014 für diese Entdeckung dieser Zellen der Ratten im Hippocampus den Nobelpreis. Abgesehen von so sehr feinen funktionellen Untersuchungen an Einzelzellen können wir uns auch grobe Veränderungen im Gehirn anschauen, beispielsweise an Läsionen. Diesen jungen Herrn hier, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist Phineas Gage. Phineas Gage ist einer von diesen Beispielpatienten in der Psychologie, die uns ganz, ganz viel über die Funktion unseres Gehirns, unseres Nervensystems gelehrt haben. Phineas Gage, das war ein junger Herr, der war Bahnarbeiter, der hat bei der in den USA für die Eisenbahn gearbeitet und seine Aufgabe war es, in Bohrlöcher, also wenn neue Gleise verlegt wurden, dann müssten ja diese Gleise beispielsweise durch Felsen durchverlegt werden, diese Felsen mussten gesprengt werden, dazu wurde ein Loch in einen Felsen gebohrt und seine Aufgabe war es, diese Bohrlöcher mit Dynamit zu füllen und mit so einer Eisenstange dann dieses Dynamit festzuklopfen. Dabei gab es mal einen Unfall, dieses Dynamit ist explodiert und hat die Eisenstange bei Phineas Gage von unten durch sein Gesicht, durch den Frontallappen getrieben. Dadurch gab es eine Verletzung hier am Frontallappen. Phineas Gage hat das Ganze überlebt, er hat eigentlich ohne große Einschränkungen sein eines Auge war blind, aber er hat keine weiteren funktionellen Einschränkungen von diesem Unfall fortgetragen. Allerdings gab es hier bei Phineas Gage eine starke Persönlichkeitsveränderung. Hier in den Originalpublikationen wird beschrieben, dass Phineas Gage vor seinem Unfall ein pünktlicher, gottesfürchtiger, ehrlicher, aufrechter junger Mann war und nach seinem
Unfall, wurde eher unpünktlich, unzuverlässig, hat angefangen, Glücksspiel zu betreiben und konnte auch keine dauerhafte Beschäftigung mehr bei der Eisenbahn aufnehmen. Er hat tatsächlich dann den Rest seines Lebens damit verbracht, mit einem Zirkus durch die USA zu touren, und hat dann sich selber ausgestellt mit dieser Eisenstange, hat also eine Karriere daraus gemacht, sich selber als Exponat auszustellen. Was wir daraus wissen, was wir aus dem Herrn Phineas Gage wissen, ist, dass eben hier der Frontallappen, der Bereich hier an der Vorderseite des Gehirns, ganz zentral ist, beispielsweise für Verhaltenssteuerung, Verhaltensinhibition, kognitive Kontrolle, also all das, wie wir unser Verhalten tatsächlich beeinflussen und hemmen. Diese Frontalhirnfunktionen, die waren bei Phineas Gage gestört, also er hatte Probleme damit, sein Verhalten sozial angepasst zu steuern. Ein großer Pionier hier an der funktionellen Untersuchung der Funktion des Großhirns, des Neokortex, habe ich ihn hier mal mitgebracht. Ich habe Ihnen hier ein Video mitgebracht, in dem Sie sehen, wie Wilder Penfield funktionelle Untersuchungen am offenen Gehirn macht. Wir können eben nicht nur uns anhand von Läsionen die Funktion von einzelnen Gehirnbereichen untersuchen, sondern wir können hier tatsächlich mit Stimulationsverfahren schauen, was passiert eigentlich, wenn ich einen ganz bestimmten Bereich des Gehirns stimuliere. Hier in diesem Video sehen Sie, wie Wilder Penfield mit seiner Nichte spricht und eben hier beschreibt, was passiert, als er bei dieser Nichte ganz bestimmte Bereiche hier auf der rechten Seite des Gehirns stimuliert. Er fängt eben an hier im Motorkortex und geht dann über den auditorischen Kortex bis hin eben zum Hippocampus. Und Sie können sich mal anschauen, was denn hier eigentlich bei diesen Stimulationen am Gehirn passiert. My own point of view, the most unexpected finding was to discover that a mild electrical current applied to the surface of the brain causes a patient to have a memory from his own past sometimes, one specific recollection of an experience, so that when we touch one area with an electrode carrying a gentle electrical current, action may be started in a part of the mechanism of the brain, and so we can judge what area is involved. It was 11 years ago that you were here, and you had as a little girl, around 7, an illness that left its mark. Then you remember we studied you with the x-ray, with electrograms, and then saw the pattern of your attack, and there was only one place it could be, and that's right here in your right temporal region. And so we opened it up there, didn't we? Yes. Under local anesthesia. Do you remember the pain? There wasn't. When we stimulated at 3, you had a tingling in your thumb. You've probably forgotten now. When we stimulated at 11, you opened your mouth and made a sound like, ah, until I pulled away the electrode, and then you stopped. I don't even know if you knew why you were doing it. Down here, which is just a little margin here in the temporal lobe, it changed your hearing so that you found it difficult to hear. And then underneath this, down into the crack there, we stimulated, and to my astonishment, you said, I hear music. Then I did nothing and repeated it without warning you a little while later. And you said, I hear that music again. Tell us what you heard. Well, I heard what sounded like an orchestra playing. And I asked the nurse where it was coming from. And she said, what music? And I said, well, that music. And then it stopped. And then I stimulated again, you remember, and asked you about it, and you hummed it. Will you hum it now, you remember it? Yes. Solche Operationen am offenen Gehirn, die werden auch heute noch gemacht, beispielsweise bei Epilepsie-Patienten, wenn wir herausfinden wollen, welches Gewebe im Gehirn denn für einen epileptischen Anfall verantwortlich ist. Da
schneiden, da wird tatsächlich auch der Schädel geöffnet und dann am offenen Gehirn über Stimulationen geschaut, kann ich durch Stimulation an einem ganz bestimmten Ort diesen epileptischen Anfall auslösen, ist also dieser Bereich verantwortlich für diesen epileptischen Anfall. Das Ganze funktioniert, da unser Gehirn nicht schmerzempfindlich ist. Unser Gehirn verarbeitet zwar Schmerz, kann aber selbst keinen Schmerz empfinden. Also hier wird tatsächlich, gibt es keine Schmerzrezeptoren. Also wir können völlig schmerzfrei am offenen Gehirn stimulieren. Wir haben natürlich auch noch eine ganze Reihe von nicht-invasiven Methoden. Also Methoden in der Neurowissenschaft, wo wir Aktivität des Gehirns untersuchen können, ohne dass wir den Schädel aufschneiden können oder Bereiche des Gehirns entfernen müssen. Ganz grob haben wir vier Methoden. Das eine ist die Magnetenzephalographie, das zweite ist die Elektroenzephalographie, dann haben wir das funktionelle Magnetresonanz-Imaging und wir haben das funktionelle Near-Infrared-Spectroscopy. Bei MEG und EEG untersuchen wir die elektrische Aktivität an Nervenzellen bzw. das Magnetfeld um diese elektrische Aktivität drumherum. Bei fMRI und fNIRS untersuchen wir Veränderungen im Blutfluss und schauen uns an, wie können wir diese Veränderungen im Blutfluss mit neuronaler Aktivität in Verbindung bringen. All diese funktionellen Untersuchungsmethoden haben unterschiedliche Eigenschaften und eignen sich je nach Fragestellung für unterschiedliche Experimente. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist das sogenannte EEG. Die Elektroenzephalographie. Die Elektroenzephalographie hat eine recht lange Geschichte. Die wurde Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts an Tieren postuliert und dann in den 1920er Jahren von Hans Berger in Jena beim Menschen gezeigt. Die Idee, die Hans Berger hier hatte, war, dass er also sein Ziel war es, telepathische Kräfte nachzuweisen. Er hatte die Idee, dass er mit seinem Sohn über Gedanken kommunizieren kann und er wollte hier eine Methode entwickeln, um diese Gedankenübertragung tatsächlich zu messen. Dazu hat er außen am Kopf Elektroden angebracht, um eben die Aktivität des Gehirns zu messen. Das Ganze hat nicht funktioniert. Er konnte keine Telepathie nachweisen, aber er konnte nachweisen, er konnte zeigen, dass sich die Aktivität des Gehirns in unterschiedlichen kognitiven Zuständen, in unterschiedlichen Funktionen verändert. Beispielsweise konnte er zeigen, dass die Aktivität des Gehirns sich verändert zwischen Zuständen, wenn sie die Augen offen haben und wenn sie die Augen geschlossen haben. Er hat da den sogenannten Alpha-Rhythmus entdeckt. Alpha-Rhythmus, das ist ein Signal von 10 Hertz, also 10 Schwingungen pro Sekunde. Das wird generiert vornehmlich im visuellen Kortex und das zeigt an, wie aktiv ist unser visueller Kortex gerade. Eine hohe Alpha-Aktivität finden wir immer dann, wenn der visuelle Kortex gehemmt, also nicht aktiv ist, und eine niedrige Alpha-Aktivität finden wir immer dann, wenn der visuelle Kortex aktiv ist, also gerade tatsächlich Dinge verarbeitet. Bei dem EEG, da messen wir eben das elektrische Feld um unsere Nervenzellen drumherum. Wir messen hier die postsynaptischen Potenziale. Sie erinnern sich nochmal, postsynaptische Potenziale, das sind diese Veränderungen am Membranpotenzial, die durch einlaufende Information an den Dendriten entstehen. Diese postsynaptischen Potenziale, die laufen die Dendriten entlang und dabei können wir eben dieses elektrische Feld, das an den Dendriten entsteht, messen. Diese, vor allem in der großen Rinde sind die Dendriten der Pyramidalzellen parallel angeordnet und dieses Signal der parallel angeordneten Dendriten summiert sich auf und wir können dieses summierte Signal dann eben außerhalb des Gehirns mit dem EEG messen. Und wir können nicht nur wie Hans Berger uns anschauen, was passiert, wenn ich die Augen zu habe und was passiert, wenn ich die Augen offen habe, sondern wir können das auch eben diese Veränderung des elektrischen Potenzials an Nervenzellen in Abhängigkeit von Reizdarbietungen untersuchen. Ich kann ihn also
visuelle Reize oder auditorische Reize präsentieren und messen, wie verändert sich das Membranpotenzial an hier im Gehirn. Wenn Sie beispielsweise schon einmal an einer EEG-Studie teilgenommen haben, dann wissen Sie, dann sitzen Sie in einem Raum, in einem abgedunkelten Raum und Ihnen werden ganz, ganz häufig beispielsweise Bilder gezeigt. Ich muss das also ganz häufig machen, um dann eben das Signal zu summieren. Und aus diesem summierten Signal kann ich das sogenannte ereigniskorrelierte Potenzial errechnen. Dieses ereigniskorrelierte Potenzial, das hat ganz bestimmte Komponenten, die mir anzeigen, welcher Bereich im Gehirn gerade an Signalverarbeitung beteiligt ist. So kann ich hier beispielsweise mal dargestellt ein ereigniskorreliertes Potenzial aus dem visuellen Kortex. Also hier eine Elektrode oberhalb des visuellen Kortex angebracht, die, wenn ich hier Ihnen ganz viele Bilder zeige und diese Bilder summiere, dann bekomme ich ein solches Signal, wie hier dieses rot dargestellte Signal. Und ich kann hier an einzelnen Komponenten zeigen oder berechnen, welche Funktion hier gerade stattfindet. Beispielsweise finden wir die erste Reaktion im visuellen Kortex, die gesunde C1-Komponente oder N1-Komponente, nach etwa 100 Millisekunden. Das heißt, das Signal von unseren Augen zum visuellen Kortex braucht etwa 100 Millisekunden, bis hier überhaupt irgendein Signal im visuellen Kortex registriert wird. Sprich, das, was Sie jetzt gerade wahrnehmen, was Sie jetzt gerade sehen, das ist eigentlich schon 100 Millisekunden in der Vergangenheit. Und im weiteren Schritt, da werden wir genauer darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns das visuelle System anschauen, wird die Information entlang der kortikalen Hierarchie weiterverarbeitet und jede Verarbeitungsstufe ist mit einer ganz bestimmten Komponente assoziiert, beispielsweise die P2-Komponente, da haben wir dann höhere visuelle Verarbeitung, P3-Komponente, da haben wir dann schon Verarbeitung im Parietallappen, eine Kategorisierung von einzelnen Reizkategorien, also bedeutsam, nicht bedeutsam, schön, hässlich, also solche höheren semantischen Kategorien, die werden nach etwa 300 bis 400 Millisekunden im Gehirn verarbeitet. Ich kann auch den umgekehrten Weg gehen. Ich kann nicht nur die Aktivität messen, die tatsächlich sowieso da ist, sondern ich kann auch elektrische Aktivität im Gehirn induzieren. Das mache ich mit sogenannten Stimulationsverfahren, beispielsweise der transkraniellen Magnetstimulation oder transkraniellen Gleichstromstimulation. Bei der transkraniellen Magnetstimulation, TMS abgekürzt, habe ich eine Spule. Durch diese Spule schicke ich einen elektrischen Strom. Und jetzt wissen Sie es vielleicht noch aus dem Physikunterricht, um einen elektrischen Strom drumherum finde ich ein Magnetfeld. Die rechte Handregel kennen Sie vielleicht. Dieser Strom erzeugt also ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld wiederum kann im Inneren des Kopfes, im Gehirn, einen Strom induzieren. Also ein Prozess, ganz ähnlich zu so einer Induktionsherdplatte, wo ja auch durch Induktion ein Signal übertragen wird, kann ich hier über die Induktion, durch das Magnetfeld, einen Strom im Gehirn induzieren. Und dieser Strom im Gehirn, können Sie sich vorstellen, der beeinflusst dann natürlich die Aktivität an den Nervenzellen. Wir haben ja genau eben hier so ein elektrisches Signal, was ich dann hier erzeuge. Und damit kann ich eben die lokale Erregbarkeit verändern, kann sogenannte virtuelle Läsionen erstellen, also kann virtuell kurzzeitig einen bestimmten Bereich im Gehirn ausschalten oder einschalten oder verstärken, also hemmen oder verstärken. Abgesehen von diesen elektrischen Methoden habe ich eben noch Methoden, mit denen ich den Blutfluss im Gehirn untersuche, eben beispielsweise die funktionelle Magnetresonanztomographie oder funktionelle Magnetresonanzimaging. Diese FMRT-Bilder, die haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Das sind so schöne Bilder vom Gehirn, wo Sie dann so einen roten oder gelben oder grünen Fleck sehen, wo dann eben angezeigt wird, okay, hier wunderbar, hier finde ich eine Verarbeitung im Gehirn. Das Wichtige, was Sie da im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass bei diesem FMRT wird nicht neuronale Aktivität selbst gemessen, sondern es wird eine Veränderung im Blutfluss gemessen. Wir hatten es vorhin kennengelernt,
beim strukturellen MRT messe ich die Relaxationszeit in unterschiedlichen Geweben, messe also, wie lange braucht mein angeschubstes Proton, um sich wieder an mein Magnetfeld auszurichten. Das Gleiche mache ich beim funktionellen Magnetresonanz-Imaging, nur schaue ich mir da eben nicht nur an die Struktur des Gehirns, sondern schaue mir ganz spezifisch an den Sauerstoff im Blut. Ich schaue mir das Verhältnis von sauerstoffreichen und sauerstoffarmem Blut im Gehirn an. Wir gehen davon aus, dass ein Reiz, den wir aufnehmen, zu einer neuronalen Verarbeitung führt. Also ein Reiz führt dazu, dass es wieder zu einer Potentialveränderung kommt. Diese Potentialveränderungen werden aufsummiert, führen zum Aktionspotential, also zu einer Veränderung des Ionenaustauschs von Natrium und Kalium. Dieser Ionenaustausch und das Wiederherstellen des Membranpotentials ist energieaufwendig. Energie im Gehirn wird durch Adenosintriphosphat, ATP, bereitgestellt. Dieser erhöhte Energieverbrauch, der schlägt sich also in einem erhöhten Sauerstoffverbrauch wieder. Zur Bildung von ATP benötige ich Sauerstoff. Das heißt, ein Bereich im Gehirn, der gerade einen Reiz verarbeitet, gerade neuronale Aktivität stattfindet, hat einen höheren Energieverbrauch. Da brauche ich also mehr sauerstoffreiches Blut, beziehungsweise das Verhältnis von sauerstoffreichem zu sauerstoffarmem Blut verändert sich. Und diese Veränderung in dem Sauerstoffgehalt vom Blut schlägt sich im sogenannten Paramagnetismus des Blutes wieder und damit kann ich das sogenannte BOLD-Signal messen. Blood Oxygenation Level Dependent Signal. Und dieses BOLD-Signal, das kann ich dann tatsächlich im FMRT visualisieren. Damit kann ich also auf eine sehr indirekte Art und Weise zeigen, welcher Bereich des Gehirns gerade aktiv ist. Dass das Ganze tatsächlich aber auch mit neuronaler Aktivität zusammenhängt, können wir wiederum einem Tiermodell zeigen. Ich kann durch eine genetische Veränderung an ganz bestimmten Tieren, beispielsweise an Mäusen, sogenannte optisch sensitive Neurone erzeugen. Also durch ein Einpflanzen von genetischen Informationen aus anderen Lebewesen kann ich die Nervenzellen von Mäusen optisch sensitiv machen. Das heißt, wenn ich ein Licht auf diese Nervenzellen draufscheine, dann sind die stärker aktiv. Ich kann also direkt hier die neuronale Aktivität manipulieren. Ich habe also solche gentechnisch veränderten Mäuse, bei denen schleife ich die Schädeloberfläche so dünn, dass sie lichtdurchlässig ist. Dann leuchte ich Infrarotlicht beispielsweise, auf dieses Nervengewebe drauf und schaue mir an, wie verändert sich die Nervenaktivität, also beispielsweise die summierte Aktivität der Aktionspotenziale in Abhängigkeit des Lichtes, das ich hier drauf leuchte. Und dann kann ich eben auch messen, wie verändert sich die Durchblutung dieses Gewebes. Und dabei zeigt sich, dass die rein neuronale Aktivität, Sie sehen es hier unten in Blau dargestellt, das Licht, in Grün dargestellt, die neuronale Aktivität. Also die neuronale Aktivität folgt sehr genau dem Lichtsignal, das ich hier eingebe. In Rot dargestellt, die Durchblutung, die ist so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, dieses Durchblutungssignal, was ich mit dem FMRT messe, das ist nicht eng gekoppelt an neuronale Aktivität, das hat so einen leichten zeitlichen Versatz und hat so eine leichte Trägheit. Also eher ein indirektes Signal, wir haben also eine schlechtere zeitliche Auflösung. Dieses Zusammenspiel von funktionellen und strukturellen Methoden, das sind nicht nur rein theoretische Überlegungen, die eben für die Neurowissenschaft wichtig sind, sondern die können uns auch ganz wichtige Erkenntnisse über neurodegenerative Erkrankungen und Funktionsveränderungen bei ganz bestimmten Erkrankungen liefern. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, als wir uns die Rolle von Acetylcholin an der glutamatergen Synapse angeschaut haben, dass beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz funktionelle Veränderungen auftreten. Hier schauen wir uns nochmal genau an, was denn eigentlich die Symptome der Alzheimer-Demenz sind. Alzheimer-Demenz zeichnet sich aus durch Gedächtnisstörungen, Orientierungsstörungen, für Persönlichkeitsveränderungen und die Ursachen dieser Alzheimer-Demenz liegen sowohl in strukturellen als auch in funktionellen Veränderungen im Nervensystem. Die strukturellen Veränderungen sind
sogenannte Beta-Amyloid-Plaques und Neurofibrillen-Tangles. Neurofibrillen, das sind diese Strukturproteine im Inneren einer Nervenzelle, die können sich verklumpen und dieses Verklumpen führt dann dazu, dass diese Nervenzellen absterben und diese absterbenden Nervenzellen, die werden dann in solchen Plaques, in solchen Verklumpungen abgelagert. Diese Verklumpungen führen dann dazu, dass umliegende Nervenzellen, Neurone absterben. Wir haben also einen fortschreitenden neurodegenerativen Prozess, der tatsächlich eine relativ starke familiäre Prävalenz hat, also eine relativ starke genetische Komponente hier eine Rolle spielt. Bei der Alzheimer-Demenz kommt es also zu einem Absterben von neuronalem Gewebe, zu einer strukturellen Veränderung im Gehirn, zu sogenannten Neurofibrillen und diesen Beta-Amyloid-Plaques. Und die führen dann eben kaskadenartig zu einer Veränderung in dem Gewebe im Gehirn. Und wenn wir das uns so ein Gehirn von einem Alzheimer-Patienten postmortem, also nach dem Tod anschauen, dann hat das so eine schwammartige Struktur. Also hier die graue und die weiße Substanz sind sehr stark ausgedünnt. Hier sind also Nervenzellen sehr stark abgestorben. Ganz wichtig bei dieser Alzheimer-Demenz, da sterben auch tatsächlich zuerst hier Bereiche im Hirnstamm ab. Also hier finden wir die frühesten Veränderungen hier im Hirnstamm, nämlich genau hier an den Nervenzellen, die beispielsweise Acetylcholin bereitstellen. Kommen wir also wieder einen Zirkelschluss zu dem, was wir am Anfang zu Beginn des Seminars kennengelernt haben, nämlich die Rolle von Acetylcholin als Neuromodulator. Hier bei der Alzheimer-Demenz, da sterben genau diese Nervenzellen, die hier modulierend eingreifen, ab. Sie erinnern sich, Acetylcholin hat eine hemmende Wirkung auf glutamatergische Synapsen. Beim Alzheimer-Patienten, da fällt also diese Hemmung der glutamatergen Aktivität weg. Wir haben hier also übererregte, erregende Neurone und diese Übererregung von erregten Neuronen ist auch schädlich für unser Nervensystem. Hier werden also diese übererregten Neurone sterben also ab und das ist eben dann genau dieser kaskadenartige Prozess der neurodegenerativen Erkrankung hier bei der Alzheimer-Demenz. Damit danke ich Ihnen heute für Ihre Aufmerksamkeit. Das war unsere zweite Sitzung des Seminars Funktionelle Neuroanatomie.